Was Sie jetzt sehen, das ist ganz sicherlich ein Gewinn. Und zwar für alle, die sich für schöne alte Kirchen interessieren. In der Kirche St. Pantaleon in Köln darf man jetzt nämlich hinter den Hochaltar schauen. Das war bisher nicht möglich. Aber der Rundgang ist jetzt erneuert worden und die Sanierungsarbeiten haben noch was gebracht. Experten haben lange verborgene Kammern entdeckt und längst verstaubte Schätze wieder ans Licht gebracht. Das ist der barocke Hochaltar in St. Pantaleon. Und dahinter war bis zur Sanierung eine, salopp gesagt, Rumpelkammer, erzählt der Pfarrer Volker Hildebrand. In den wertvollen Wandschränken lagen die Gewänder der Sternsinger. Und diese Schätze waren auch fast vergessen und völlig verschmutzt. In monatelanger Kleinarbeit haben Restauratoren daraus wieder richtig strahlende Kunstwerke gemacht. Dieses Kreuz war einmal bedeckt mit einem Balsamfirnis aus dem 19. Jahrhundert, völlig verkrustet. Man erkannte, dass darunter ein Korpus dargestellt war. Man hat mit sehr viel Aufwand diesen Firnis abgetragen. Es war sehr aufwendig. Interessanterweise, man hat mit Lasertechnik und anderen modernen Techniken das versucht, bis die Restauratorin verzweifelt war. Und dann hat sie es geschafft mit Kernseife. Im Krieg ist die Kirche St. Pantaleon stark zerstört worden, auch der Altarraum. Danach hat man die rückseitige Kammer nicht mehr hergerichtet und den Altar von hinten mit Spanplatten verkleidet. Die Konservatoren waren erstaunt, was sie beim Entfernen entdeckten. Alte Kammern für Reliquien, Schreine, von denen niemand mehr wusste, eine Sensation. Die erstaunliche Überraschung, dass wir hier historische Zeugnisse vorgefunden haben, die zeigen, wie die Traditionen der Aufstellung der Reliquienschreine in Köln aus dem Mittelalter ungebrochen auch in der Barockzeit fortgeführt worden ist. Die Experten gehen davon aus, dass diese wertvollen Reliquienschreine früher in den Kammern hinter dem Altar standen. Seit Jahrzehnten sind sie im Kirchenraum untergebracht. Bisher war nicht klar, wo ihr ursprünglicher Platz war. In die alten Kammern hat die Kirche nun Ersatzschreine hineingestellt. Wir haben hier Ersatz gefunden in Form von Reliquienschreinen, die aus der Kölner Jesuitenkirche St. Maria Himmelfahrt stammen, die in einer Zeit entstanden sind, als dieser Chor zum ersten Mal in der Barockzeit neu gebaut wurde. Also eine durchaus stimmige Ersatzlösung. Das sind keine speziellen einzelnen Heiligen. Es sind eigentlich Reliquiare, die in Schreinsform uns begegnen, daran erinnern, dass die heiligen Reliquien im Mittelalter in solchen Schreinen geborgen wurden. Die Kirche und der Förderverein haben zusammengelegt, um den Bereich rund um den Hochaltar wiederherzurichten. Kosten rund 200.000 Euro. Das heißt jedoch nicht, dass nun jeder Besucher einfach hinter die Kulissen blicken darf. Dem Pfarrer ist dies ein besonders heiliger Ort. Ich würde so sagen, jeder ist ganz herzlich eingeladen, der ein Gespür für die Besonderheit des Ortes hat. Das heißt, gibt es auch ein paar Verhaltensregeln, wo Sie sagen, so lieber nicht? Ich würde sagen schon, ich habe mich tierisch geärgert, nach einer Führung eine Colaflasche auf dem Altar einmal entdeckt zu haben. Da können Sie sich vorstellen, da geht einem die Galle über. Wer sich den neu gestalteten Raum hinter dem Altar einmal ansehen möchte, kann sich im Pfarrbüro oder im Domforum melden.